Hallo Sushi-Liebhaber, ich freue mich wirklich sehr heute. Ich habe euch wieder eine Zutat mitgebracht. Und zwar, hier seht ihr es, Masago nennt sich die. Dabei handelt es sich um den Rogen vom Capelin. Ist also so ähnlich wie Kaviar, allerdings ein anderer Fisch. Auf Deutsch heißt der Fisch Lodde. Wenn ihr im Internet danach suchen möchtet oder wenn ihr es irgendwo kaufen wollt, findet ihr aber meistens den englischen Namen, also Capelin. In dem Video möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie das hergestellt wird. Ganz wichtig auch, wie man es verwenden kann für Sushi und für andere Sachen, wo ihr es kaufen könnt. Und ich werde natürlich auch probieren und euch sagen, wie der Masago schmeckt. Bei dem Video wünsche ich euch jetzt aber erstmal ganz viel Spaß. Der Capelin ist ein relativ kleiner Fisch, der ist so ungefähr 20 bis 25 cm groß. Er kommt in extrem großen Schwärmen vor. Und er lebt meistens im Atlantik und teilweise auch im arktischen Ozean. Ihr habt es eben gerade in der Nahaufnahme gesehen. Die Eier von Masago sind sehr, sehr fein und damit eignen sie sich besonders gut für vier verschiedene Sachen. Das ist einmal als Dekoration. Das kann man sich gut vorstellen, diese kleinen Eier, damit kann man wirklich schöne Sachen machen. Wenn man so große Eier hätte, wie beim Kaviar zum Beispiel, dann wäre das deutlich schwieriger. Man kann ihn benutzen, um außenrum, um eine Inside-Out-Rolle, den Reis noch ein bisschen zu dekorieren. Das sieht man häufig bei der California Roll. Die dritte Möglichkeit, die man hat, als Skunkanmaki, das heißt diese kleinen Schiffchen, die habe ich euch schon öfter ja mal gezeigt, schön befüllen mit dem Masago, das schmeckt wirklich herrlich. Und die vierte Möglichkeit ist, man kann ihn natürlich auch ganz einfach benutzen als Füllung von Sushi-Rollen. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen, dass bei der California Roll, also bei diesen Inside Outs, manchmal auch außen grüne Eier dran sind. Das sind die gleichen wie hier dieser Masago, allerdings werden die noch mit ein kleines bisschen Wasabi gefärbt. Dadurch sind die natürlich ein bisschen würziger und pikanter im Geschmack. Apropos Geschmack, jetzt wird's ernst, nach der ganzen Theorie müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Euch interessiert da sicherlich, wie es schmeckt. Ich nehme mal hier so einen kleinen Löffel und probiere für euch. Ja, schmeckt wirklich richtig lecker. Es ist so ganz leicht salzig, erinnert auf jeden Fall an Kaviar. Und dadurch, dass diese Eier so klein sind, sind die sogar ein bisschen, ja, fast ein bisschen knusprig, kann man sagen. Die platzen alle so im Mund so nacheinander. Ich finde, der Masago schmeckt nicht nur sehr, sehr gut, sondern er bringt auch ein wirklich interessantes Geschmackserlebnis durch diese Textur und dadurch, dass die Eier so nacheinander platzen, ist es wirklich sehr interessant. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal Masago zu benutzen zu Hause für eure eigenen Sushis, dann möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps geben, wo ihr euch das am besten besorgen könnt. Ich habe es schon gesehen in einigen Feinkostgeschäften, da könnt ihr den Masago frisch kaufen. Allerdings hat vielleicht nicht jeder direkt Zugang zu so einem Feinkostladen und die Preise sind auch eher ein bisschen gehoben. Die zweite Option sind Asia-Geschäfte, wo es gewisse Spezialitäten gibt. Und da habe ich meinen Masago auch her. In diesem Fall, ihr könnt es hier sehen, war der gefroren. Das finde ich, macht aber keinen großen Unterschied im Geschmack. Also ich konnte da bis jetzt noch keinen feststellen. Ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr ihn gekauft habt, ganz langsam im Kühlschrank auftauen. Dann ist es wirklich gar kein Problem. Geschmack und Konsistenz bleiben genau erhalten. Und danach ist er noch ungefähr 2 Wochen im Kühlschrank haltbar. Die letzte und dritte Möglichkeit, wie ihr euch Masago kaufen könnt, ist online. Da habt ihr natürlich eine sehr, sehr breite und große Auswahl. Der wird auch gefroren geliefert. Auch das habe ich schon mal gemacht. War wunderbar, war wirklich sehr, sehr gut. Hat auch klasse geschmeckt. Die einzige Sache, die ihr da wirklich beachten müsst, ist, bedenkt, dass die Versandkosten teilweise sehr groß sind. Es werden immer Kühlpacks dazugelegt, dass es auch wirklich gefroren bei euch ankommt. Und wenn ihr dann nur so eine kleine Portion bestellt für ein paar Euro, dann lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Fisch dazu bestellt oder ein bisschen mehr andere gefrorene Zutaten, dann finde ich, ist das eine wirklich schöne Option, auch mal online zu bestellen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für diesen Masago. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zutat, die man mal ausprobieren kann und die noch relativ wenig bekannt ist bei uns in Deutschland. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr, sehr über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne meine Webseite besuchen, sushi-liebhaber.de. Da habe ich euch nochmal einige weitere Informationen verlinkt.
Wenn ich mit diesem Masago mal Rezepte mache, verlinke ich die euch sehr gerne hier unterhalb. Bis dahin wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß weiterhin mit Sushi und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!